zum Beispiel für Martin Missfelder. Vor 2 Jahren hat der umtriebige Verkäufer angefangen, jeden Tag mit 1 Stunde Gebet zu starten. Seither gibt ihm das nicht nur eine innere Ruhe, sondern auch immer wieder kreative Ideen. Eine davon war, sich einen alten Linienbus anzuschaffen. Der Bus der kommt aus La Chaux-de-Fonds. Der ist im 2021 sogar noch in Linie gefahren dort unten. Und dann habe ich den gekauft und weder gewusst, wo ich den hinstellen soll, nur wenn ich den umbaue. Das Einzige, was ich hatte, ist Geld, um den Bus zu kaufen, zusammen mit meiner Familie. Er ist 12 Meter lang, 14 Tonnen schwer und kostete gebraucht 11.000 Franken. Doch selbst fahren kann Martin Missfelder den Bus nicht. Ein Freund sitzt für ihn am Steuer. Das ist ein Elend. Ich bin schon 4-mal durchgefallen. Nicht durch praktisch, sondern durch Theorieprüfung. Es ist eine Lastwagenprüfung, die man machen muss. Und ich merke, ich tue mir etwas schwer. Ich bin zwar Privatpilot, habe das geschafft, aber mit dieser Lastwagenprüfung hat es noch nicht geklappt. Die Idee, den Bus zu kaufen, kam Martin während seiner Gebetszeit. Seit 2 Jahren beginnt er jeden Tag mit 1 Stunde Gebet. Dafür hat sich der Verkaufsmanager zu Hause in seinem Arbeitszimmer extra eine Ecke eingerichtet. Ja, ich komme dann morgen früh rein, die Stunde vorher, sitze dann da rein. Und was ich höre, ist so Musik, die ganz leislich ist. Dann habe ich eine Stundenuhr. Ich kann strüllen und nach 1 Stunde ist die abgelaufen. Dann ist meine Zeit vorbei. Und was ich dann sehr viel mache, alles, was mir durch Gedanken kommt, was mich so berührt, sind Gedanken für Menschen zu beten oder für im Geschäft, einfach für alle Sachen, das schreibe ich mir dann auf in ein Buch, in ein Gebetstagebuch. Für mich ist der Morgen früh der idealste Zeitpunkt und du gehst so gelassen in den Tag rein, weil du schon eigentlich 1 Stunde lang halt schon da bist. Wenn ich einen schwierigen Tag hatte oder ein bisschen deprimiert bin, dann weißt du, okay, morgen ist ein neuer Tag. Morgen habe ich wieder Zeit mit Gott. Ich hatte sehr viele Höch und Tiefs in meinem Leben. Ich war mal drogensüchtig. Ich habe wirklich schwierige Zeiten hinter mir. Aber seit ich das 2 Jahre regelmäßig gemacht habe, hat sich das so ausgeglichen. Es ist so viel mehr daraus geworden aus meinem Leben und so viel Zuversicht, dass ich mir zwischendurch sage, hey, wieso hast du das nicht schon vor 10 Jahren angefangen? Weil vielleicht dein Leben ein bisschen anders verlaufen. Vielleicht auch nicht, spielt ja gar keine Rolle. Jetzt bringt es mir eine Gelassenheit in den Tag hinein, eine Ruhe. Und ich glaube, ich kann es sagen, wirklich ein Selbstvertrauen. Die Idee mit dem Bus schreibt Martin am 10. November 2021 in sein Gebetstagebuch. Irgendwann am Morgen früh ist mir eine Idee, ich nenne es Vision, in den Kopf gekommen. Hey, ein fahrender Bus, der wie ein Gebetsbus von Ort zu Ort, von Anlass zu Anlass fährt, wo die Leute einsteigen können und für sich beten lassen und Gott begegnen. Und aus dieser Idee, die ich mir aufgeschrieben habe mit 6 Sätzen, ist das mehr bei mir angegriffen. Ich habe mit Leuten darüber geschwätzt. Und dann habe ich gemerkt, vielleicht ist es noch mehr dahinter als nur ein Gedanke von mir. Vielleicht ist es ja ein Gedanke von Gott. Und dann habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen und habe den Bus gekauft. Der Gebetsbus heißt mittlerweile Living Bus. Martin hat für ihn einen Standplatz auf dem Hof Wiesengrund beim Zürcher Flughafen gefunden. Hey, salut, ciao. Hi. Mittlerweile hat Martin ein kleines Team von Leuten gefunden, die den Living Bus mit ihm zusammen betreiben. Der Schreiner Charlie Blank hat den Bus umgebaut. Dann ist es ja wirklich sehr witzig, weil ich eine Woche vorher schon meiner damaligen Verlobten gesagt habe, ich möchte unbedingt mal einen grossen Bus ausbauen und am liebsten einen Gebetsbus. In über 900 Arbeitsstunden wird aus dem gewöhnlichen Linienbus eine Art Kaffeebus. Charlie hatte kurz vorher seine Stelle gekündigt und darum Zeit für den Umbau. Für das Konzept arbeitet er mit einer Innenarchitektin zusammen. Wir haben immer einen klassischen Kaffeebereich, wo man Kaffee rauslassen kann. Man kann
um ein Tisch herumhocken, aber man hat auch einen Bereich, wo wirklich mit einer Lounge gemütliche Sitzecken, wo man kann sein kann, wo einlädt zum Verweilen, auch gute Gespräche haben und machen. Martin Missfelder wohnt zusammen mit seiner Frau Karin in Birmensdorf. Auch ihr ist das Gebet wichtig. Ich habe jetzt nicht so intensive Zeiten wie Martin am Morgen früh. Bei mir ist der Tag durch immer mal wieder. Ist für mich, also Gott ist präsent schon seit meiner Kindheit in meinem Leben. Ich kann mir das Leben ohne einen direkten Draht zu Gott gar nicht vorstellen. Also ich habe jetzt eine 3,5-jährige Schmerzgeschichte hinter mir, wo ich immer noch drinnen stecke, chronische Schmerzen. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass Gebet nicht einfach alles löst. Also ich kann nicht wünschen, Gott mach mich gesund und dann ist es so. Das ist leider halt nicht immer so, warum auch immer. Aber es hilft mir, durch diese schwierigen Phasen durchzukommen. Jetzt sind wir 32 Jahre geheiratet und wir schaffen es bis heute nicht miteinander, eine gemeinsame Gebetszeit zu haben. Das haben wir noch nie geschafft, genau. Von dem her ist das für mich schon ein grosser Change gewesen, als er das angefangen hat. Aber ich habe mich mega gefreut und vor allem auch, weil ich ja gemerkt habe und auch heute noch merke, wie gut es ihm das tut. Ich erlebe den Martin anders, seit er die Zeit macht. Ich erlebe ihn wie geerdeter irgendwie, wie ein ruhiger Pol. Er ist wie für mich so ein bisschen wie präsenter da und er geht aktiv auf Leute zu und er fragt, ja, geh mal den fragen, wie es ihm geht oder redet mit dem oder betet mit dem sogar. Dadurch, dass der Martin ja früher viel gedacht hat, weil die Leute haben mich alle nicht gern, ist er ja nicht so gern auf andere Leute zugegangen und das hat sich mega verändert. Zum Living Bus Team gehört auch Janek Blank von der Gebetsinitiative 24/7 Prayer. Auch dort war der Gedanke von einem Gebetsbus schon im Gespräch. Wo der Martin das erzählt hat von seiner Idee, habe ich so schnell gesagt, ich will auch mal etwas sagen. Weil wir haben auch so eine Idee gehabt, wir haben auch die Vision gehabt von so einem Gebetsbus. Genau das, was du jetzt erzählt hast, habe ich so gedacht, mal, das ist es. Ich war so richtig excited, habe mich gefreut und bin gespannt, was daraus wird entstehen. Seinen ersten Einsatz erlebt der Bus am Jugendevent Praise Camp 2022 in Basel, damals noch ohne äußere Folierung. Danach folgten weitere Einsätze, zum Beispiel am Kirchentag Zürich-Oberland in Wetzikon. Für mich ist es ein mega cooler Begegnungsort, wo Leute sich Zeit nehmen können, reinkommen und einfach in einer entspannten Atmosphäre können über Gott und die Welt reden, Gebet in Anspruch nehmen und wirklich sich öffnet, ja, in diesem Setting, für den Glauben. Ich hatte nichts anderes als einen Bus. Und dann ist das Ganze entstanden, da sind Leute gekommen. Und das ist das Wunder. Eigentlich die Leute, die Gott zusammengefügt hat. Ich habe keinen von denen kennen. Die kommen aus dem Thurgau und aus Luzern und ich aus Zürich. Und wir haben uns einfach getroffen in dem Projekt Living Bus. Doch einen großen Wunsch hat Martin noch. Dass ich die Lastwagenprüfung bestehe und dass der Bus mal selber fahren von A nach B, das würde mich sehr freuen. Aber dass er am Schluss wirklich für Leute Kirchen, die auf die Straße gehen wollen, dass er noch mehr auf der Straße ist, noch mehr an einer Langstrasse ist, in Thun ist, an einem Hotspot und am Abend einfach dort ist und einen Unterschied macht, ob er dort steht oder ob er nicht dort steht, in dem Bezirk, der Brennpunkt dieser Städte. Das wünsche ich mir noch mehr.